Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Und jetzt geht's ja wieder Richtung Neujahr, da nehmen wir mal wieder eine andere Tasse. Leute, heute ist was wirklich ganz, ganz Cooles passiert. Und zwar hat mich ein Zuschauer besucht und ich wollte schon benutzt sagen, das wäre schlecht, wenn Zuschauer nicht benutzt. Nein, er hat mich besucht und der liebe Jens ist vorbeigekommen und hat mir etwas für unsere S-Klasse mitgebracht. Wie komme ich denn auf C-Klasse? Ich wollte dich nicht ärgern. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Das ist ein wirklich tolles Geschenk. Und zwar haben wir jetzt wirklich das komplette Bordcomputer. Was ist denn mit mir los heute? Das Bordwerkzeug, guckt euch das an. Alles ist da. Alles ist da, Freunde. Er hat das Video gesehen und hat, ja, anscheinend das noch irgendwo im Keller oder so liegen gehabt. Und es ist jetzt komplett, alle Sicherungen sind drin. Vor allem hier die Rohrzange. Aber naja gut, sehr, sehr dünn und naja gut, aber egal. Es kommt ja nicht auf die Qualität an, sondern auf die Vollständigkeit. Guckt euch das an, es ist alles da. Ich freue mich tierisch und das wird natürlich bei unserem Benz wieder richtig gut ankommen bezüglich der Vollständigkeit. Ich bin richtig glücklich, danke vielmals. Gestern kam noch ein Zuschauer und hat mir Kaffee vorbeigebracht. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Und so hat er mir Bohnenkaffee mitgebracht von Barista. Das ist, glaube ich, sogar teuer, ne? Und so ein ein Kunststoffbehälter mit ganz vielen Handschuhen drin und ganz richtig toll mit einer Taschenlampe. Wartet mal, das muss ich mir euch zeigen. Die ist richtig nice. Guckt euch die mal an. Ich komme mir schon vor wie so ein TÜV-Prüfer. Da steht's drauf. Ja, habe ich spiegelverkehrt, egal. Ne, doch, war richtig. So, und so leuchtet das Ganze. Hammergeil. Guckt euch das an. Schön, ich freue mich richtig. Ihr seht schon, ich bin so, mit kleinen Dingen werde ich schon ultra hibbelig. Freunde, Gewinnspielauflösung machen wir, aber ich mache das mittendrin im Video, nicht, dass noch der ein oder andere vorspult. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit dem nächsten Gewinnspiel. Und zwar, egal wer jetzt gewinnt, ich verlose das Gleiche nochmal. Das heißt also, unter diesem Video, Hashtag Mr. Druid, ihr habt die Chance nochmal für diejenigen, die nicht gewonnen haben sollten nachher. So, und aber wie gesagt, die Gewinnspielauflösung mache ich einfach mal spontan zwischendurch. Was gibt's heute zu sehen? Wir haben ja unsere Sitzbank, die Sitzauflage und die Rückenauflage. Ja, ich würde sagen, das Ganze bauen wir jetzt aus. Ich habe das noch nie gemacht an diesem Auto und habe auch ehrlich gesagt gar kein Video oder so gefunden. Ich habe einfach mal gegoogelt und habe gesehen, da war nichts. Ich würde sagen, wir gehen einfach spontan drauf los. Und zwar genau in 3, 2, 1, jetzt! Wir nehmen jetzt hier die Sitzauflage raus. Ich habe übrigens picobello saubere Hände. Pah, auch mal selten. Und zwar befindet sich hier unten, also da gibt es mehrere Systeme. Bei anderen S-Klassen, also bei den moderneren, ist das einfach nur geklipst, dann zieht man das hoch. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen gefühlt an der Seite hinten. Man sieht es wirklich ganz schlecht, aber da ist so ein kleiner Hebel. Den drückt man hoch und kann das Ganze dann anheben. Wie man sieht, passiert hier schon was. Und ich bin echt gespannt, was da drunter ist. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. So, hier ist der Hebel auch. Zack. Ah. Und dann ist das Ganze schon halbwegs lose. Dann können wir die ganze Auflage hier verschieben. Boah, guck dir mal den Dreck an. Alter Verwalter. Das ist ja ultra dreckig. Ah, ich sehe schon alte Aral-Rechnungen und ein paar Cent. 2 Cent. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mache hier mal kurz meine Lampe hin. So, meine schöne Stablampe. Und da muss ich euch nachher noch was zeigen, was ich entdeckt habe. So, oh, das ist doch mal Licht vom Allerfeinsten. Ja, das Ding nehme ich raus. Ich habe auch schon den Verdacht, das sieht gut aus. Das wird doch bestimmt passen, oder? Ja, doch, das sieht man hier. Also hier sind die zwei Hebel. Ganz normal nach oben drücken, dann entriegelt man das Ganze. Und dann nach vorne hinwegziehen. Alles klar, weg damit. Boah, dann wasche ich mir erstmal die Hände. Okay, so. Was entdecke ich hier? Viel Müll und Dreck natürlich. Eine Schutzfolie, die auch nur auf der Seite ist. Warum? Verstehe ich jetzt gar nicht. Erstmal alles raus hier, den ganzen Scheiß. Dreck. Vielleicht kann ich die Matte auch so heben, dass ich den Dreck direkt da drin habe. Geht das irgendwie? Ah, sieht ein bisschen schlecht aus, glaube ich. Oder?
Hier ist die Folie auch noch. Gut, das ist nicht so. Boah. Der ganze Dreck, ey. Der ganze Dreck. Ich will das jetzt auch nicht abreißen und kaputt machen. Ah, hier sind Sensoren. Teppich halb auf. Boah, guck dir mal den Dreck. Ey, seht ihr das, diesen Rand mit dem Dreck? Das ist Wahnsinn, wie dreckig das Ganze ist. Ja. Sehen wir hier irgendwas? Haha, da ist noch mehr Geld. Vielleicht können wir den Teppich so nach vorne klappen. Aha. Ach, guck mal. Das ist auch interessant. Ich zoome euch mal hier ran. Und zwar sieht man hier, ist noch der Gurtstraffer, der Gurtverschluss. Der war gar nicht draußen. Man sieht auch anhand der Form von den Federn hier, dass der ziemlich lange hier unten lag. Ich hoffe natürlich nicht, dass jemand hier dran war. Oh Gott, hier kommt ja immer mehr Geld zum Vorschein. Jungs, Leute, Mädels, nochmal 12 Cent gefunden. Unglaublich, pack ich mal alles da rein. Haben wir hier noch irgendwas? Quittungen, Geld, alles was so lose sein kann, was eine Geräuschkulisse hinterlässt, muss raus. Hier vorne ist nichts mehr. Jetzt komme ich mal fix hier rein. So. Was haben wir denn hier alles? Geld und irgend so ein Salz hier. Ne, das ist ja, oh, da liegt, ein Cent ist schon geflogen. Hier drunter ist ja bestimmt der ganze Tank und sowas. Alter Verwalter. Auch nicht schlecht. Boah Gott, ey, so viel Elektronik hier drunter. Ich bin mir gerade auch unsicher, was das alles sein soll. Ich sehe da viele Stecker, Sensoren. Ein fettes rotes Kabel, das ist von unserer Batterie. Hier ist eine Verschraubung. Lassen wir aber alles. Da gehen wir gar nicht erst dran. So. Hier ist auch nichts, hier auch nicht. Hier geht ein Stecker so dubios da rein. Mhm. Aha. Oh, Leute! Goldgrube! Hier ist eine Nische. Mit ganz viel Geld. Boah, guckt euch das mal an. 2,50 Euro, 2,90 Euro. Ich glaub's ja wohl. Genau hier an dem Sitz. Ey, da hat einer wohl gesessen und das ist genau da in die Rille rein. Wahnsinn. Haha. Ist da noch mehr? Schade. Mehr auch nicht. Ach, guck mal, eine Haarklammer ist auch noch hier. So eine kleine Haarklammer. Das können wir eigentlich als Gutschrift draufschreiben. Hier in der Nische entdecke ich hier gerade noch eine Büroklammer. Eine ganz kleine Büroklammer. Boah, guck mal, meine Hände, die waren weiß vorher. So, haben wir noch sonst irgendwas, was irgendwann auch nochmal klimpern könnte? Ich guck gerade. Ist da noch irgendwas? Nö. Halt nur ein bisschen Dreck, aber auch sonst nichts mehr weiter. Gut, krass, da haben wir ja fast 3 Euro gefunden. Hier, ne, ist auch nichts mehr, super geil. So, hier hinten auch nicht mehr, außer Dreck. Aber das sauge ich natürlich alles aus. So, der Teppich, auch alles gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Sitze hier an. Ich habe gar keine Ahnung, wie die Rückbank meine ich, wie die hier abgeht, da bin ich echt überfragt. Ah doch, ich sehe was. Ich sehe etwas, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt zeige ich euch, was ich gerade gefunden habe. Und zwar genau hier unten drin, da mit einem Zehner befestigt, hier an diesen spitzen, ja, Keilen, sag ich mal, ist der Sitz verschraubt. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Also wie gesagt, das ist auch für mich das erste Mal. Viele denken, auch das mit dem Wagen, aber ich wusste das wirklich nicht. Das war jetzt kein Witz oder so. Ah, guck mal. Und schon wird das Ganze locker. Aber hier unten haben wir auch noch. Da sind auch noch mal zwei Zehner. Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. So. Und zwar genau da in der Mitte. Boah. So, ich hoffe nur, wir haben oben nichts. Weil da wäre ich ein bisschen ratlos. So.
Weil vom Kofferraum aus, ach so, ich wusste gar nicht, oder ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. So, ah, wird schon besser. Schaut mal hier, was ich im Kofferraum gefunden habe. Irgendeiner hatte gestern noch in den Kommentaren geschrieben, hey, wusstest du das mit der Soundanlage? Oder was ist mit der Soundanlage? Digga, ich denke, was labert der da? Was für eine Soundanlage im Kofferraum? Guck dann, nachdem ich hier in die Halle gekommen bin, in den Kofferraum, ne? Also hier Akku wurde noch geladen, ich habe es gestern abgeklemmt. Das Ding ist ja da drin. Und dann gucke ich hier drunter und kriege beinahe einen Anfall. Guckt euch das mal an, da ist ein Subwoofer drin. Hier, in dem ganzen Puff. Hey, ich dachte, ich spinne. Da ist ein richtiger Teller drin, großer, in der Hutablage drin, hier unten. Und dann habe ich mir eins gedacht. Da ist eine Klappe. Okay. Und jetzt müsst ihr mir mal bitte helfen. Hinter dieser Klappe befindet sich Folgendes. Das hier. Okay. Ich denke mir, was ist denn da drin? Und dann ziehe ich hier dran. Und ziehe hier dran. Und ziehe hier dran. Und zieh weiter hier dran. Na, wo ist er? Ich glaube, ich wälze es gerade in die falsche Richtung um. Leute, bitte in Gottes Namen, was ist das? Könnt ihr mir mal hier die Mercedes-Profis, was ist da für eine komische Matte drin? Ich weiß es wirklich nicht. Was ich jetzt natürlich noch gestern gar nicht erst erwähnt hatte, war hier, dass hier der, hier ist der CD-Wechsler drin, von Mercedes. Tippe mal einen Sechsfachwechsler oder Fünffach, je nachdem. Ja, ist kein Akkugrad, logisch. Der ist natürlich hier schön versteckt. Aber was ist das bitte? Diese Matte, ist das irgendwie so ein Schlauchboot, was man, wenn man im Wasser landet, mit dem Mercedes raus, Ding hier, ja, benutzt oder was? Bitte Hilfe. So, wo ist denn jetzt mein, wo habe ich denn jetzt meinen Schlüssel? Ah, habe ich ihn hier. Und zwar haben wir da hinten noch einen. Also, dass der Mercedes so eine Goldgrube ist, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. 3 Euro hier, eine Pumpe, wie ist das? Alter, was kommt denn noch zum Vorschein? Wer weiß, was unter dem Beifahrer- und Fahrersitz noch alles ist. So, die 3 Schrauben hätten wir. So. Upp. So, löst sich das jetzt hier irgendwie ganz einfach oder was oder wie? Ich packe euch mal am besten hier rüber. So, jetzt ziehe ich mal ganz diskret hier dran. Aber irgendwie, doch, nach oben hinwegziehen. Also nach oben hinwegdrücken. Oh, geil. So, hier der Anblick unter die Sitzreihe. Und irgendwie fällt mir hier auf, es fühlt sich so feucht an. Nee, es ist einfach nur kalt. Ich dachte schon, irgendwie fühlt es sich erstmal feucht an. So, ich ziehe das mal seitlich hier raus. So, und jetzt machen wir einen Schnitt. Warum? Jetzt kommt die Gewinnspielauflösung. Für die Gewinnspielauflösung halte ich euch auf den Laptop. Entschuldigt jetzt die Bild-in-Bild-in-Aufnahme, lasse ich jetzt mal weg. Aber hier kommt jetzt die Gewinnspielauflösung. So wie ich das immer gemacht habe, es gibt eine Webseite, die könnt ihr euch gerne auch selbst ansehen. Da gebe ich den Link von dem Video an und das Tool sortiert die ganzen Kommentare und zeigt mir dann irgendeinen willkürlichen Kommentar an, der natürlich diesen Hashtag drin hat. So sieht das Ganze aus. Ich kopiere diesen Link. Das ist das Video, was wir gedreht hatten. Ich kopiere es. Ich zeige es euch nochmal. Indem ich hier mit der rechten Maustaste draufklicke, sage kopieren, gehe auf das besagte, auf die besagte Webseite. Da könnt ihr auch gerne selbst gucken. Wie gesagt, tippe hier also den Link ein von dem Video, füge es ein, einfügen. Und sage Load Comments. Dann lädt er alle Kommentare, wie man sieht, 500, 700, 800, insgesamt 1007 Kommentare gefunden. Und jetzt sage ich Randomly Pick a Winner. Und das mache ich jetzt. Viel Glück an alle jetzt an dieser Stelle. In 3, 2, 1, bupp. Und der Gewinner ist Marcel Reinhold. Hashtag Mr. Do It. Marcel. Du bekommst die Mütze, die Kennzeichenhalter und eine Tasse plus einen Aufkleber sogar noch da drauf. Und jetzt fleißig weiter Hashtag Mr. Do It reinschreiben. Viel Glück! So, jetzt sehe ich hier gerade, ist so ein Gurt hier noch. Irgendwas, also ich verstehe es nicht. Es ist mir irgendwie ein Rätsel, was dahinter sein soll. Aufkriegen tue ich es auch nicht. Hier ist so eine Kappe vor. Oder geht hier? Ach, guck mal, hier ist hier eine Verriegelung, wusste ich gar nicht.
Und da ist auch so ein Ding. Was ist das in Herrgotts Namen? Guckt euch das mal an hier. Was soll das sein, Bruder? Ich kann das überhaupt nicht zuordnen. Ist das irgendwie eine Luxus-Golftasche oder was? Oder wenn man mal was Längeres transportiert? Weil guck mal, wie weit das hier rausragt. Das geht ja bis zur Mittelkonsole. Und dann hat man hier noch die Gurte dazwischen. Ich brauche eure Hilfe, wirklich. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Man kann das hier so drum wickeln und festmachen. Keine Ahnung. Also da bin ich echt gespannt, was ihr mir sagt. Und was ich jetzt natürlich extrem gerade sehe da hinten, das zeige ich euch mal, ist Folgendes. Und zwar schaut mal da. Alter Verwalter, ist das ein Dreck. Ist das ein Dreck. Boah. Naja. Ansonsten ist hier wirklich nur Dreck. Das sauge ich aus. Das sind ganz feine Körner. Ja, sonst ist hier nichts. Eigentlich ist der Ausbau relativ einfach. Gut, ich habe natürlich jetzt auch hier Sitze, die nicht elektrisch verstellbar sind. Sitzheizung etc. Es gibt natürlich auch eine andere Ausstattung. Ja, dann habt ihr natürlich mehr Knöpfe. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich weiß es wirklich nicht. Guck mal hier, habt ihr das gesehen? Dass jeder Fahrer bzw. jeder Insasse noch einen gesonderten Spiegel und Lesehilfe und so ein Zeugs hat. Das ist auf der Seite genauso. Ey, ist das irgendwie nicht mal Luxus pur, hinten zu sitzen wie in so einem Flugzeug? Ja gut, fehlt nur noch hier eine Hutablage. Achso, ich habe hier gar nicht reingeguckt. Eklig. Nicht, dass da auch noch Geld ist. Also wir haben locker über 4 Euro hier im Auto gefunden, wenn ich das alles zusammenrechne. Also wir machen nachher auf jeden Fall so eine Zusammenfassung, was alles im Auto war. Und hier kommt auch nochmal zum Vorschein, was den Dreck anbelangt, ja. Guckt euch das mal an. Boah, richtig dreckig hier, richtig vergilbt. Ja. Na gut, geht alles sauber, natürlich. Aber hier sieht man auch nochmal, wir hatten echt Glück gehabt mit dem Kauf. Beziehungsweise hier sieht man aber auch nochmal extrem deutlich den Fahrtunterschied. Heftig. Hätte ich echt nicht gedacht. Meine letzte Amtshandlung bei diesem Video ist natürlich, unser neues Werkzeugset hier einzubauen, beziehungsweise zu verschrauben. So. Leute, für mich ist das der Genuss pur. So, das Ding kommt weg. Ah ne, brauche ich gar nicht. Das wird ja nur reingehangen. Alles klar. Dann kann ich da nämlich eine schöne Decke und so hinmachen. Wunder, wunderbar. Richtig geil. Ja, das ist es auch schon gewesen. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich bin echt gespannt, was noch unter den Sitzen schlummert, wenn schon da so viel Geld liegt und die ganzen Pumpen, die Nuss haben wir gefunden und, ach, was weiß ich nicht, hier alles noch. Ja, Marcel, du verrückter Hund, du hast jetzt gewonnen. Ich wünsche dir natürlich viel Spaß mit den Sachen. Das schicke ich auch relativ zeitnah raus. Ich glaube, nächste Woche geht das alles raus. So, und wir können schon mal, ich glaube, einen weiteren Punkt auf unsere Tafel schreiben. Und zwar ist das der Punkt mit dem Druckverteiler. Dieser wird Montag ankommen. Also es ist schon Geld abgezogen. Das heißt, es ist Geld, was weg ist für das Fahrzeug. Und somit können wir hier jetzt auch aufschreiben. Ich mache jetzt einfach mal, wir wissen, was es ist für das Fahrwerk. Druckspeicher oder Verteiler. Ich würde sagen Druckverteiler oder Speicher. Da, ist egal. Druck. Machen wir Speicher. Wir wissen alle, was gemeint ist. Speicher. Und zwar ist das direkt auch schon mit den Verschraubungen für unsere Schläuche. Ich gucke gerade mal, ob ich mich verschrieben habe. Druckspeicher. Nein, nicht, dass nachher wieder einer sagt, Buchstabe fehlt. So, und zwar für sage und schreibe 106 Euro. Ja, 106 Euro. Also 105,90 Euro. Da werden wir jetzt hier nicht bis aufs letzte Kommastück das Ganze runterrechnen. Ja, ich finde alles noch überschaubar. In meinen Augen ist das immer noch geschenkt. Schön. Wenn das Teil da ist, baue ich sofort ein. Ich wünsche natürlich allen Teilnehmern, die jetzt wieder Hashtag Mr. Do It, schreibt es drunter. Ihr habt die Chance, wie der liebe Marcel, natürlich hier dieses tolle Set zu gewinnen. Ja, ich darf es vielleicht mit Stolz sagen. Tolles Set. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Danke nochmal für die Zuschauer, die vorbeigekommen sind, mir die tollen Sachen gebracht haben. Euer Mr. Do It. Bis morgen, bis dann. Ciao.